Das heißt, die Person ist mit dem Fahrrad dann direkt weitergefahren und sogar direkt an mir vorbei, was ein sehr komisches Gefühl war. Und habe dann dort zwei Straßen entfernt in Hollywood-Manier geparkt und habe bei der Polizei nochmal angerufen. Bike Tracks hat schon den ein oder anderen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns hier bei PowerUnity neue Erfolgsstories, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund unseres GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit also, sich genau mit diesen Menschen zu treffen. Auf geht's! Wann und wo wurde dein E-Bike gestohlen? Also ich habe festgestellt, als ich an einem Donnerstag nach der Arbeit nach Hause gekommen bin, dass auf einmal mein Fahrrad nicht mehr auf dem Tiefgaragenstellplatz steht. Als ich dann nachgefragt hatte bei meiner Partnerin, ob sie es vielleicht irgendwo anders hingestellt hat, ist mir relativ schnell klar geworden, mein Bike wurde mal wieder geklaut aus der Tiefgarage. Wie bist du auf den Diebstahl aufmerksam geworden? Habe ich dann quasi schon eine Meldung bekommen von meinem Fahrrad, dass es sich gerade ungefähr 30 Kilometer entfernt auf einem Feldweg befindet. Und da war ich erstmal recht glücklich und habe ich gleich mal die Polizei angerufen und habe gefragt, wie ich dann da jetzt ein bisschen vorgehe. Ich habe dann gefragt, ob ich hinterherfahren darf. Und dann haben sie gesagt, ja, grundsätzlich darf ich das, ich soll aber bitte Abstand halten. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Ich bin dann dorthin gefahren, habe dann gesehen unterwegs, dass das Fahrrad einmal auf einem großen Parkplatz gehalten hat von einem Supermarkt. Und da hatte ich ja schon ein bisschen das Bedenken, dass es jetzt in ein Fahrzeug geladen wird und dann weg ist. Aber ich habe Glück gehabt. Also nach 15 Minuten hat sich dann das Fahrrad wieder bewegt. Und es war auch so ungefähr der Zeitraum, wo ich dann in der Nähe meines Trackers war mit dem Auto. Und dann habe ich mit ein bisschen Abstand mein Fahrrad verfolgt bis in ein Wohngebiet und habe dann dort zwei Straßen entfernt in Hollywood-Manier geparkt und habe bei der Polizei nochmal angerufen. Dummerweise ist 10 Minuten, nachdem wir telefoniert hatten, mein Tracker wieder losgegangen. Das heißt, die Person ist mit dem Fahrrad dann direkt weitergefahren und sogar direkt an mir vorbei, was ein sehr komisches Gefühl war. Ich habe dann gedacht, ich fahre es trotzdem mit einem kleinen Abstand hinterher und bin dann meinem Tracker bis zu dem Bahnhof gefolgt, wo das Fahrrad abgestellt wurde. Mein Fahrrad selber habe ich gefunden, abgeschlossen mit einem fremden Schloss, aber weit und breit waren nur vereinzelte Personen, aber keine, wo ich jetzt sagen könnte, das ist bestimmt der Dieb gewesen. Und dann kam die Polizei und dann haben wir im Prinzip mein Fahrrad beschlagnahmt. Dann hat es erstmal noch ein Weilchen gedauert, weil ich nachweisen musste, dass ich der Fahrzeughalter bin. Und bis dann tatsächlich auch das Faltschloss geöffnet wurde, hat es auch nochmal relativ lang gedauert. Aber das Ende vom Lied, ich habe mein Fahrrad wieder gehabt. Wie zufrieden bist du mit dem Biketracks GPS-Tracker? Also ich würde Biketracks auf jeden Fall weiterempfehlen, weil ich habe durch meinen Fall jetzt gemerkt, dass selbst bei sehr schlechten Bedingungen das System wirklich gut funktioniert. Das heißt, ich habe im Prinzip die Batterie komplett tiefenentladen gehabt vom Tracker, weil ich mein Fahrrad monatelang in der Garage habe stehen lassen, über den Winter jetzt, wo ich nicht gefahren bin. Und es eben trotzdem funktioniert hat, obwohl das System auch schon 3 Jahre alt ist und der Akku 3 Jahre alt ist. Und von dem her wunderbar, Ziel erfüllt.